Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um Kronos FC, ein kleines Update-Video, wie es abgelaufen ist und was dich heute erwartet. Viel Spaß beim Schauen. Kronos Football Club ist ja das Fußballspiel basierend auf der Kronos Chain. Was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert, habe ich dir ja bereits schon in einem Video vorgestellt. Das kannst du dir gerne rechts oben über den Link nochmal anschauen. Du konntest hier nämlich dieses Spiel erkaufen. Dazu möchte ich gleich kommen, denn es gab auch den Vorverkauf der Goal-Münze. Und zwar hat das Ganze hier über MMF stattgefunden. Und zwar konntest du hier über das Launchpad das Ganze kaufen. Jetzt ist schon wieder was anderes hier. Wir gehen hier auf Beendet, klicken dann einmal hier auf den Pfeil und dann sehen wir schon Kronos FC. Du konntest hier nämlich die Münze vorbestellen. Die Münzen konntest du ja so vorbestellen, indem du hier verschiedene Summen an Geld reingesteckt hast. Du konntest also hingehen und selber entscheiden, wie viel Geld oder MMF-Münzen möchte ich hier reintun. Und je nachdem, wie viel du hier reingesteckt hast, hast du auch einen bestimmten Prozentteil von den Münzen bekommen. Ich habe gleich um 9 Uhr 100 Dollar reingesteckt und habe dann gesehen, okay, ich bekomme ziemlich viele Münzen, das wird mir passen. Mit jeder Minute hat das natürlich abgenommen, weil das Ganze lief 6 Stunden lang und es haben immer mehr Leute einfach hier eingezahlt. Und je nachdem, wie viele halt einzahlen und je nachdem, wie weit du halt von den Prozenten sinkst, desto weniger Münzen bekommst du. Am Ende waren es ziemlich wenige, deswegen habe ich mich entschieden, nochmal 100 Dollar einzuzahlen. Nachdem ich das dann eben eingezahlt habe, ist es wieder hochgegangen und ich habe gesagt, gut, das sind nicht viele Münzen, aber mit denen wäre ich zufrieden. Gut, dann sind die 6 Stunden abgelaufen, eine gute halbe Stunde später habe ich dann auch meine Münzen hier abholen können. Wie du siehst, zu einem Kaufpreis von 3 Cent. Und alle Münzen, die ich eben dann nicht gekauft habe, habe ich dann in Form von meinen MMF-Token wieder zurückbekommen. Ich habe dann also ungefähr für 20 Dollar die Token bekommen, habe dann also 180 Dollar in MMF wieder zurückbekommen. Soweit, so gut. Ich zeige dir nochmal ganz kurz hier, nebensächlich ist das Ganze aber für dich zur Information, was ich dann damit gemacht habe. Nachdem ich dann die Münzen hatte, bin ich hingegangen zu den Farmen und habe dann hier mal geschaut, gibt es da nicht irgendwas mit Goal? Und in der Tat, hier gibt es einmal Goal mit MMF für knapp 500%. Ich habe dann mal geschaut. Bei 100 Dollar würde ich pro Tag 1,30 Dollar rausbekommen. Okay, ich bekomme das Ganze als MMF raus, dementsprechend passt es. Ich habe einfach gesagt, gut, ich habe die Münzen, ich will die nicht wegtun. Also stake ich die hier rein, habe die hier reingestaked und bekomme halt jetzt ein paar Cent pro Tag dazu. Ich wollte aber auch noch mehr Goldmünzen haben, habe dann also hier nochmal bei Earn und Pools geschaut. Gibt es hier vielleicht eine Methode, um nochmal mehr Gold zu bekommen? Und in der Tat, wenn wir hier weit genug runter scrollen, kommen wir irgendwann bei Earn Goal Stake MMF an. Aktuell hat MMF einfach Probleme und zeigt diese APRs nicht mehr an, deswegen kann ich dir leider nicht sagen, wie viel hier du aktuell bekommst. Aber ich habe einfach hier die paar MMF, die ich noch übrig hatte, reingestaked und bekomme jetzt halt hier meine Goals. Goal ist ja die Ingame-Währung von der Kronos FC-Spielsache und da bekommst du dann halt einfach die Möglichkeit, mit Gold dir zum Beispiel noch ein NFT kaufen zu können. Wir haben an der Stelle jetzt genug über die verschiedenen Verdienstmöglichkeiten geredet. Wir schauen uns jetzt nochmal Kronos FC an. Dazu gehen wir wieder auf die Seite und sehen jetzt auch gleich hier die drei verschiedenen Spieler. Du konntest also bei dem Mint entweder einen Feldspieler bekommen, einen Tormann oder einen Captain-Tormann. Wie lief das Ganze ab? Und zwar konntest du dann am 26. März, eigentlich war das ja für den 24. März geplant, das Ganze hat sich aber verschoben, dann auf den 26. Am 26. hat sich dann auch nochmal verschoben auf 18.30 Uhr, aber der Public Mint war dann auch schon um 18 Uhr zugänglich. Der war dann zugänglich hier über die grüne Taste, wir klicken einmal drauf und dann gelangen wir auch hier hin, wo es dann steht, wir sind ausverkauft, kommen in ein paar Tagen wieder. Hier siehst du also, dass es ausverkauft ist. Mich hat es gewundert, wie schnell das ausverkauft ist, weil es sich halt verschoben hat. Da haben wahrscheinlich auch viele gesagt, okay, ist mir vielleicht doch nicht so vertraut und so weiter. Auf jeden Fall ist es jetzt ausverkauft und du siehst eigentlich auch schon hinten hier so ein bisschen die Werbung für Ebisos bei, wo du die ganzen Spieler kaufen kannst. Du kannst nämlich jetzt hier hingehen, auf den Marktplatz klicken hier oben. Und dann kannst du hier aus der Liste auswählen, dass du eben Kronos FC möchtest. Dann schauen wir, was die günstigsten sind, weil wir möchten ja billig einsteigen. Und sehen dann hier, dass die bei 245 Crow ungefähr anfangen. Die Sache ist die, das sind ganz normale Feldspieler, die verdienen auch was dazu. Die besseren sind natürlich die Tormänner. Ja, wenn wir jetzt also hier einfach mal schauen, was zuletzt reingekommen ist, sehen wir sogar, dass es hier einen Tormann gibt für 2400 Crow, hier für 2100 Crow. Du siehst also,
Die haben unterschiedliche Preise, die sind natürlich auch unterschiedlich gut. Ich habe leider nur dreimal einen normalen Feldspieler bekommen. Ich kann mich also nicht beschweren, der Mint hat geklappt. Das lief bei mir alles einwandfrei ab. Ich konnte das einwandfrei kaufen um 18 Uhr und ein paar zerquetschte, weil ich habe natürlich die Seite regelmäßig aktualisiert, um das nicht zu verpassen, weil ich wusste nicht, wie groß der Ansturm ist. Konnte dann hier auch meine drei Stück kaufen. Man kann ja auch maximal, soweit ich weiß, nur drei Stück kaufen. Und das hat alles einwandfrei funktioniert. Dementsprechend bin ich hier, ja, guter Dinge, dass das Ganze auch klappt. Der Vorverkauf ist also fertig. Du weißt jetzt also, wo du dir noch so ein paar Fußballspieler kaufen kannst, falls du das möchtest. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung. Wir möchten uns jetzt anschauen, was jetzt heute eben hier dazu kommt. Und zwar, wenn wir jetzt einmal zurückgehen auf die Startseite, haben wir hier den roten Knopf, und zwar das Staking. Da steht, Staking kommt soon, aber soon ist heute. Sprich, wenn du das Video schaust und auf den Knopf drückst, kann es sein, dass das Ganze schon geht, weil die haben angepriesen, dass am 4.4. die Funktion eben rauskommt. Was ist jetzt das Staking? Das zeige ich dir jetzt anhand der Anleitung. Wie gesagt, wir machen das Fenster zu, wir gehen einmal hier zur Anleitung und dann kriegen wir hier erklärt, was heute auf uns zukommt. Der Mint, der war schon, haben wir eben besprochen, jetzt der Stake. Und hier, da steht es gleich, letzte Game Begin, also lass uns das Spiel beginnen, und das ist auch das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Warum? Natürlich, weil das der Stake ist. Und zwar kannst du jetzt hier hingehen und deine Spieler staken. Du siehst, das sind jetzt mehr als drei Spieler. Und zwar kannst du jetzt hier einfach hingehen und sagen, gut, ich habe jetzt einen, zwei, fünf oder zehn Spieler und ich stake die jetzt hier rein. Du hast also jetzt hier deine Spieler zum Staken. Stake finde ich ist ein bisschen irreführend, für mich wäre da eine andere Namensgebung besser, weil Stake heißt für mich, ich gebe Münzen rein und die Münzen generieren für mich Zinsen. So ist es also nicht, wenn du jetzt hier denkst, du kannst dir die Goldmünze kaufen und hier rein staken, das ist falsch. Bei dem Stake geht es im Endeffekt ums Spielen von dem Spiel. Am Ende des Tages, wenn wir wirklich ehrlich sind, ist es kein Spiel, weil du spielst nicht. Man könnte es Glücksspiel nennen, weil es die Frage ist, was du beim NFT rausziehst und was dein Spieler erspielt. Aber du kannst hier die Münzen nicht staken. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber heute, jetzt am 4.4. kommt eben diese Staking-Funktion oder halt auch die Spielfunktion raus, wo du eben deine Spieler hier reinsetzen kannst. Deswegen sage ich auch dir das jetzt extra und mache auch das Video heute, damit du weißt, dass die Funktion jetzt bereit ist, dass du die nutzen kannst, dass du keine Zeit verlierst und gleich deine Spieler einsetzt, damit du gleich von vorne mit dem Staking beginnen kannst. Du setzt also hier deine Spieler jetzt auf die Positionen. Die Positionen sind hier scheinbar egal, auch wie viele ist egal, und kannst eben die hier staken. Du siehst dann also, dass die hier gestaked sind, kannst hier nochmal navigieren nach links und rechts und dann siehst du wahrscheinlich hier oben, wie viel die jetzt für dich verdient haben. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt die Summe X, ich möchte diese auszahlen, dann kannst du die unten hier auszahlen und du bekommst dann hier die Goal. Ich denke, dass gerade am Anfang viele gleich irgendwie das Ganze auszahlen werden und wir gleich in ein paar Tagen dann hier im Goal-Preis erstmal einen fallenden Kurs sehen werden. Ich hoffe aber, dass dann auch bald die Generation 1 von den Spielern rauskommt und wir so wieder einen Anstieg sehen werden, weil viele sagen, okay, ich verdiene hier so gut, ich möchte noch mehr NFTs haben und deswegen kaufe ich mir diese für die Goal, weil die ersten konntest du für Crow kaufen, alle anderen musst du jetzt für Goal kaufen. Wenn du dann sagst, okay, ich habe genug verdient, ich möchte meinen Spieler verkaufen und so weiter, kannst du hier Unstake drücken, aber wie das Ganze in Real aussieht, dazu wird natürlich noch ein Video kommen, dann sehen wir, wie das in echt aussieht, wie das Ganze funktioniert und ob das vielleicht auch lukrativ ist. Dann kommen wir eben jetzt hier nochmal zu den verschiedenen Funktionen, die ich dir ja schon erklärt habe, wer wann was wo wie viel verdient. Wenn dich das interessiert, schau dir entweder mein Video an oder du schaust einfach mal schnell selber hier auf die Anleitung und schaust dann nochmal, wer wo was ist. Wenn du aber schon investiert bist, dann dürftest du das wissen, falls nicht, kannst du dich natürlich auch überraschen lassen. Jetzt zu dem nächsten Punkt, wo ich eben dachte, dass das jetzt am 4.4. kommt mit dem Staking. So ist es nicht, sondern Vault. Und zwar, hier ist eben das, Stake Goal, Earn USDC. Und das ist eben hier das Schöne, wenn du sagst, okay, meine Spieler haben das Ganze jetzt verdient, die Funktion wurde jetzt hier freigeschalten, dann kannst du hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt so viel und so viel Goal, die stecke ich einfach hier rein, die sollen sich vermehren, dann bekommst du USDC. Willst du jetzt hier den Zinseszinseffekt, dann kann ich hier dir mein letztes Video empfehlen, und zwar das Video zu Accru, das verlinke ich auch nochmal oben rechts in der Ecke. Wenn du dich hier über den Link unten in meiner Videobeschreibung anmeldest, bekommst du bis zu $85 dazu und du kannst hier mit 12% Zinsen deine USDC-Münzen
oder generell Stablecoins eben staken. So hast du einfach einen Zinseszinseffekt, bekommst schön viel Geld raus, das Ganze ist aber wie gesagt keine Anlageberatung. Wie du also siehst, beginnt heute das Spiel. Ich hoffe, wenn du das Video jetzt siehst, dass du schon staken kannst. Berichte mir gern davon. Ich werde natürlich auch davon berichten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin wie gesagt guter Dinge. Ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützen würdest und einmal bei Instagram und TikTok ein Like da lassen würdest. Wenn du natürlich auch hier ein Like und einen Kommentar da lässt und vor allem ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video, zukünftiger Kryptorentner.